Danke, liebe Dschihadisten. Ich bin begeistert von euch. Ich sehe jetzt schon wieder die Klappen bei einigen meiner Anhänger fallen. Die denken jetzt, jetzt hat er durchgedreht. Jetzt beglückwünscht er die Dschihadisten. Nein, ich bin nicht durchgedreht. Super, Jungs. Also ich muss sagen, das war großes Kino. Mit 8 oder 10 Mann in Paris, 130 Tote, 250 Verletzte. Also in einem Krieg sind das überhaupt keine Verluste. Ja, es ist gar nichts. Bei 8 eigenen auch noch so eine Kopfzahl zu machen. Also jeder Samurai in Japan, also hier Kamikaze, hätte sich ja gefreut, sowas zu schaffen. Muss man ja mal ehrlich sein. Also muss man sagen, Mensch, das ist super. Ein Zeichen gesetzt und gleichzeitig die gesamte westliche Welt in Angst und Schrecken versetzt. Mit so einem kleinen Knaller, also vergleichsweise so. Wie gesagt, Kriegshandlungen sind da wesentlich schlimmer. Die Leute, die aus dem Krieg kommen, die können euch das auch bestätigen. Ne? Da scheppert's ganz anders. So, und mit diesem kleinen Knaller habt ihr zumindest mir persönlich so einen Riesengefallen getan. Ne? Also das Nachspiel. Zum einen habt ihr mir Munition geliefert, euch weiter in die Ecke zu stellen, in die ihr gehört und wo jeder normale Mensch mit dem Knüppel, mit dem Schwert, mit allem, was er hat, reinschlagen darf und sich dabei auch noch gut fühlt. Ne? Da gehört ihr hin und da sollt ihr auch geprügelt werden. Wollt ihr ja auch mit uns so machen. Deswegen steht bei euch auch drin, ne, so Auge um Auge in etwa, und ich nehme mir dann einfach mal das Recht, das Alte Testament der Bibel gegen euch in Anwendung zu bringen. Den stehen wir dann ungefähr pari, okay? Aber warum ich euch Dank sagen muss, ist, dass ihr den Deutschen gezeigt habt, von was für einer feigen, parasitären, hinterhältigen, wortbrüchigen Drecksbande sie regiert werden. Also alle Politiker, alle. Denn die haben ja alle getönt. Merkel. Oh ja, wir gehen zum Fußballspiel. Wir zeigen unsere Solidarität. Und Seehofer und alle, wie sie da waren. Ja, zum Fußball. Ja, da zeigt man, dass man für Frankreich einstehen. Ne, was ihr alle getönt habt, ihr kleinen Laberärsche, ihr Dreckigen. Und dann ruft dann wahrscheinlich einer an irgendwo und sagt, Achtung, das ist Stadion an Bombe. Das ist sie erst gesagt jetzt. Sie sind Allahu Akbar. Oder noch besser, er hat in deutscher Sprache angerufen, aber keinen Zweifel daran gelassen, dass er einer der deutschen Dschihadisten ist. Sowas kann man ja auch ganz leicht am Telefon faken. Ne? Gar kein Problem. Und schon haben sie alle die Flatter gekriegt. Oh, und jetzt müssen wir alle absagen. Und schon war Scheiße mit der Solidarität. Und haben sich schön verpisst. Was das Geile dabei aber ist, dass wir uns nach den Anschlägen von Paris alle erzählt haben, wie sicher wir hier alle sind. Wir brauchen keine Angst zu haben, auf den Weihnachtsmarkt und zu Fußball spielen zu gehen. Ne? Du blöde Raute, du. Und du bist die Erste, die abgehauen ist gestern in Hannover. Ne? Beine unter die Arme. Und ab dafür in Kanzlerbunker. Ne? Weil einer Knallfrosch geworfen hat. Ja, ihr seid mir die Richtigen, ihr Drecksbande. Erzählt dem Volk, es sei sicher. Ne? Und wenn da auch nur einer anruft und sagt, oh, ich hab einen Knallfrosch im Stadion versteckt, dann verpisst ihr euch. So sicher ist das. Und deswegen danke ich ja auch den lieben Freunden vom IS. Es war sehr bedauerlich, dass wieder Menschen sterben mussten, andere verletzt wurden, für ihr ganzes Leben traumatisiert werden. Aber das ist letztlich auch nur eine Folge eurer dreckigen, unverantwortlichen Politik. Und zwar der Schranzen in Berlin und unseren schwarzen Brüdern mit dem Namen des Propheten auf der Flagge genauso. Und deshalb sollte man euch beide in eine Ecke stellen. Wie wär's denn mal so? Man nimmt mal so Merkel, KKG, die ganze Schranzenbande und nimmt dann mal, vielleicht haben die beim IS auch so ein Parlament oder keine Ahnung. Ne, eher nicht. Die haben ja einen Chef.
Aber der eine Chef da, der schwarzbärtige Muller, der knüppelt sie wahrscheinlich alle nacheinander weg. Platzwurst und wie sie alle da sind. Bam, 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 bam. Und da brüllt er immer noch Allahu Akbar. Wetten? Weil die nämlich so einen Schiss in der Buchse haben, dass sie vor Angst gelähmt werden. Obwohl sie 500 gegen einen wären. Und keiner würde dem Mann entkommen. Das ist schon mal sicher. Und eigentlich ist das ja dann sowas wie ein schlagkräftiger Politiker, oder nicht? Ha, ihr seid das feigste Drecksgesindel, was ich je gesehen habe, ihr Schranzen in Berlin. Und wisst ihr was? Das habt ihr jetzt allen schön gezeigt. Und ich hoffe, dass jetzt noch viel mehr Leute aufwachen, weil ich mal wieder nach langer Zeit richtig in die Kamera gebrüllt habe, um euch den Skalp bei lebendigem Leibe von eurem ungewaschenen Kopf zu reißen. Ihr dreckigen, feigen Versager! Aber von euren Soldaten, die ihr überall in der Welt in irgendwelche sinnlosen Einsätze schickt, da verlangt ihr Tapferkeit, nicht wahr? Und wenn sie dann als Krüppel nach Hause kommen, dann kriegen sie noch einen schönen Arschtritt, damit sie sich ja noch richtig wohlfühlen in dieser tollen BRD. Ha, da platzt mir doch gerade schon mal wieder, wie sage ich immer so schön, der Sack. Und zwar zu Recht. Das Schöne ist, dass es jetzt jedem aufgefallen sein muss. Spätestens nach dem Video muss jedem Deutschen klar sein, dass ihr Hasenfüße und Feiglinge seid. Und zwar in euren Entscheidungen und in eurem Handeln. Denn ihr wollt dem deutschen Volk erzählen, wie sicher es ist, nicht wahr? Und ihr seid die bestgeschützten Menschen dieser Republik. Und zwar auf unsere Kosten. Und ihr fühlt euch noch nicht mal sicher. Das erklärt doch jetzt mal dem deutschen Volk, wie und warum es sich selber sicher fühlen soll, während ihr hochgerüsteten Hochsicherheitskäfighennen, die für den Ami goldene Eier legen, sich hier so unsicher fühlen bei dem Fußballspiel. Na, auf die Erklärung bin ich dann mal gespannt.